Also, mein Name ist Frank Werner, ich arbeite hier bei der Bootsvermietung Knüttel. Im Dezember bin ich hierher gezogen mit dem Hintergrund, dass der jetzige Besitzer der Bootsvermietung gesundheitlich sehr stark angeschlagen ist und in 2 Jahren aufhören möchte und ich das dann alles übernehmen soll. Mit dem kompletten Angelverbot, was jetzt angedroht worden ist, könnte man so gut sagen, dass ich meine Insolvenz gleich mitgebracht, pachtet habe. aber deswegen bringt das hier keinen Sinn. Wir sind hier im Land Schleswig-Holstein und ca. 50 Bootsvermieter. Hier auf der Insel Fehmarn sind wir alleine 5 Bootsvermieter. Und wenn das kommen sollte, können die alle alles verkaufen und einpacken. Wobei es sich ja nicht nur um die Bootsvermieter selbst handelt, es dreht sich ja auch um den ganzen Tourismus, Ferienwohnungsvermietung. Selbst der Bäcker, der verkauft nicht mehr so viel Brötchen, weil ungefähr 75-80% der Touristen, die hierher kommen, kommen eigentlich nur zum Angeln hierher und ist die Haupteinnahmequelle vom Land Schleswig-Holstein. Seit diesem Jahr, im März, haben wir schon einen Buchungsrückgang von ungefähr 70%, was eine Menge schon ausmacht. Und wir hoffen jetzt in der Zukunft, die Buchungen für den Sommer sind auch noch nicht so da, hoffen natürlich, dass es nach Ostern schon besser wird, aber aufgrund des angedrohten Angelverbots und jetzt auch in Verbindung mit dem Backlimit sind die Buchungen natürlich stark zurückgegangen. Und wir sind natürlich jetzt am Rudern, wie wir das alles auffangen. Nun hoffen wir natürlich, dass das Angelverbot überhaupt nicht kommt und dass das Backlimit dann auch wieder aufgehoben wird. Und dafür demonstrieren wir ja am 22.04. mit einer großen Bootsdemo in Fehmarnsund.